WZH connected. Einen wunderschönen guten Abend. In diesem Video zeigt Ihnen die IT des WZH ganz kurz, wie Sie sich und Ihre Kinder im Vertretungsplan anmelden und dort auch die Kurswahl durchführen können. Wir befinden uns hier auf der Startseite von unserem Bildungszentrum und haben oben ein neues Menü für Sie hinzugefügt, das heißt WZH Connected. Dort können Sie verschiedene Online-Funktionen aufrufen. Die Funktion für die Kurswahl oder die Vertretungspläne finden Sie unter dem Menüpunkt Vertretungsplan. Einfach kurz draufklicken und Sie landen auf unserer Vertretungsplan-Webseite. Wenn Sie jetzt mit der Absicht hier sind, Kurse zu wählen, dann müssen Sie sich als Schüler anmelden. Unsere Seite teilt sich in mehrere Bereiche mit mehreren Login-Feldern. Das Login-Feld für Schüler befindet sich oben rechts und versteckt sich hinter dieser grauen Office 365 Anmeldungsschaltfläche. Das Login-Feld hier in der Front ist nur für den Elternzugang gedacht. Hier wird eine Eingabe von einer Schüler-E-Mail-Adresse fehlschlagen. Deshalb nochmal, die graue Office 365 Anmeldungsschaltfläche ist für uns wichtig. Wir klicken einmal drauf und werden direkt zu Microsoft weitergeleitet. Hier können wir jetzt die Schüler-E-Mail-Adresse eingeben. Ich habe für uns einen Testschüler angelegt, um Ihnen das mal zeigen zu können. Die Adresse haben Sie normalerweise auf einem Brief mitbekommen und ist immer der Vorname Ihres Kindes Punkt der Nachname. Natürlich gekürzt, falls der Nachname zu lang ist. Und @schüler.bz-haslach.de. Mit einem Klick auf Weiter sehen wir schon, ob wir richtig liegen, denn das Hintergrundbild ändert sich in unser Schulbild. Jetzt müssen Sie nur noch das Ihnen zugeordnete Passwort eingeben. Auch das haben Sie mit der E-Mail-Adresse erhalten. Und mit einem Klick auf Anmelden den ganzen Vorgang starten. Sie können bei sich natürlich dieses Passwort auch speichern, dann brauchen Sie es nicht jedes Mal neu eingeben. Nun werden Sie gefragt, ob Sie Microsoft berechtigen möchten, Daten an WebUntis weiterzugeben. In diesem Fall sollten Sie ja klicken, denn sonst wird die Anmeldung jetzt fehlschlagen. Wir akzeptieren, haben ein bisschen Geduld und sind schon in unserem Account eingeloggt. Der Account hat jetzt mehrere Funktionen. Sie können auf der linken Seite den Stundenplan einsehen. Sie können Inhalte des Klassenbuches einsehen und natürlich das Wichtigste, Ihre Kurse wählen. Es stehen verschiedenste Kurse und Möglichkeiten, Lernzeiten zur Auswahl. Wenn Sie wissen wollen, wann dieser Kurs stattfindet, dann finden Sie das auf der rechten Seite. Dort kann man die Termine auch sortieren lassen, indem man einfach auf die Überschriften klickt. Entweder nach Namen, dann ist es alphabetisch geordnet, nach wöchentlichen Terminen, man kann nach Lehrer sortieren. Also alles hier kann man durchsortieren. Wenn wir uns jetzt für einen Kurs entschieden haben, dann klicken Sie auf die graue Schaltfläche und bestätigen Ihre Anmeldung mit Anmelden. Jetzt verändert sich die ganze Zeile, wird grün und es steht angemeldet hinten. Nun ist Ihr Kind für diesen Kurs angemeldet. Wenn man sich noch umentscheiden möchte, so kann man auch das Kind nochmal abmelden. Der Platz wird frei und es steht abgemeldet da. Man könnte sich jetzt auch nochmal anmelden, aber zu viel hin und her ist auch nicht gut. Ja, wenn Sie alle Ihre Kurs- und Lernzeiten gewählt haben, dann können Sie Ihr Kind wieder abmelden. Und nun kommen wir zu einem ganz, ganz kleinen Trick, der vielen Eltern zu Hause Probleme bereitet. Denn wenn ich jetzt wieder auf Anmelden gehe,
dann ist automatisch das letzte Kind, das ich gemacht habe, angemeldet. Diese Funktion soll eigentlich sehr hilfreich sein, ist sie auch, wenn man mit verschiedenen Windows-Konten arbeitet, also wenn jeder von Ihnen ein eigenes Konto hat. Da das aber oft nicht der Fall ist, müssen wir jetzt diesen Cookie, der da angelegt wurde, also diese gespeicherte Information, zwingend löschen. Deshalb melden wir uns ab und gehen danach nochmal auf die Bildungszentrum-Seite. Dort können wir auf Office 365 klicken und werden dann automatisch mit den Anmeldeinformationen von Ihnen auch bei Office 365 angemeldet. Wir sehen, Testina ist hier gespeichert worden und jetzt können wir Testina endgültig abmelden, indem wir oben rechts auf dieses runde Icon drücken mit den beiden Buchstaben des Vor- und Nachnamens und dann hier Abmelden auswählen. Jetzt dauert es einen kurzen Moment, der Cookie wird gelöscht bzw. überschrieben und wir sind endgültig abgemeldet. Wenn wir jetzt wieder versuchen, in WebUntis uns anzumelden, bekommen wir die Möglichkeit, ein anderes Konto zu verwenden. Damit sollten jetzt die ersten und die größten Hürden mal geklärt sein. In anderen Videos erklären wir Ihnen dann, wie Sie einen Elternzugang oder Ähnliches anlegen. Ich wünsche noch einen schönen Tag.